Jahrelang sahen sie sich als die Helden der Finanzwelt, die Investmentbanker. Sie spielten mit dem Geld anderer Leute, kassierten unanständig hohe Boni und fuhren nur die allerfeinsten Autos. Nun ist die Party vorbei. Das Desaster ist groß. Shireen Anderson weiß, wie ein Investmentbanker tickt. Er war selbst einer von ihnen. Jetzt packt er aus. Pascal Schumacher hat den schrillen Ex-Banker in London getroffen. Er ist ein Junge der Londoner City. Überbezahlt, sorglos und unglaublich arrogant. Shireen Anderson in seinem selbstproduzierten Video. Jahrelang arbeitete er für eines der wichtigsten Investmenthäuser der Welt. Längst ist er Multimillionär. Vor kurzem hat er sich pensionieren lassen, mit 35 Jahren. Unter dem Pseudonym City Boy schreibt er in einer Londoner Zeitung über die Exzesse der Investmentbanker, ein Nestbeschmutzer in der verschwiegenen Branche. Ein klassischer Abend verläuft in etwa so. Ich habe ein Budget von 2000 Dollar für zwei bis drei meiner Kunden. Wir gehen essen in ein schönes Restaurant, dann gehen wir in einen Nachtclub. Die 2000 Dollar reichen dann nicht mehr. Ein Kunde sagt, macht nichts. Ich habe vergangenes Jahr 7 Millionen verdient. Ich bezahle für den Rest des Abends. London ist Europas wichtigster Finanzplatz im Investmentbanking. Täglich werden hier unvorstellbare Summen verschoben. Zehntausende von Bankern kassieren Milliarden an Gehältern und Boni. Shireen war einer von ihnen. Getrieben von der Gier nach dem schnellen Geld, bis er genug hatte. Ich hatte von Anfang an ein Problem mit meinem Job. Die Leute sind arrogant, besessen vom schnellen Geld, gierig. Da gab es nichts Kreatives. Erfüllend war diese Arbeit nicht. Sinnvolles habe ich nicht gemacht. Eigentlich habe ich nur Papier hin und her geschoben. Der typische Investmentbanker ist männlich, jung und maßlos, sagt Anderson. Drogen, Alkoholexzesse und Prostituierte gehörten zum Alltag. Wo das Investmentbanking floriert, machen Striplokale lukrative Geschäfte. In der Branche sagt man, jeder Gegenstand hat seinen Wert. Alles kann gekauft werden. Dazu gehören auch Stripperinnen und Prostituierte. Meine Kunden fragten mich, ob ich welche besorgen könne. Ich brauchte dann immer dieselbe Entschuldigung. Ich brauche eine Quittung für die Spesen. Und da ich von den Prostituierten keine Quittungen erhalte, mache ich das nicht. Anderson war ganz vorne mit dabei. In den Ranglisten der Analysten war er auf den Top-Positionen zu finden. 12 Jahre lang hielt er an seiner Stelle fest, obwohl er die Nase voll hatte. Die Bosse geben dir ganz einfach immer mehr Geld, Jahr für Jahr. So ist es sehr schwer, einen solchen Job aufzugeben, wenn du keine gute Alternative hast. Es gibt Leute, die sagen, ich sei ein Heuchler, ich sauge das System aus und wechsle jetzt die Seite. Und tatsächlich, da ist etwas Wahres dran. Im Februar stieg er aus. Doch zuvor ließ er sich noch den letzten fetten Bonus auszahlen. Umgerechnet 1 Million Franken. Finanziell längst ausgesorgt, schreibt er weiterhin über die Welt der Investmentbanker. Er veröffentlicht ein Buch, produziert dieses Musikvideo. Alle Welt soll sehen, wie pervers dieses System des Investmentbanking funktioniert. Anderson muss nicht mehr arbeiten. Er hat für seine Verhältnisse ein bescheidenes Haus in London gekauft. Das meiste Geld habe er zur Seite gelegt. Die Finanzkrise übersteht er unbeschadet. Da fällt seine Läuterung etwas leichter. Ich dachte nur noch an meinen nächsten Bonus, weil ich nicht wusste, ob ich die nächsten 3, 4 Jahre noch einen Job habe. Wir leben in einer Hire-and-Fire-Welt. Ich entwickelte für meine Bank Produkte, die der Bank Dutzende Millionen einbrachten. Ich bekam dafür 1 Million Bonus. Diesen Bonus können Sie mir trotz Finanzkrise nicht mehr wegnehmen. Seine Erfahrungen als Investmentbanker hat Anderson niedergeschrieben. Sein Buch schlug wie eine Bombe ein.
Heute wird er als Verräter von ehemaligen Arbeitskollegen verachtet. Ihm ist es lieber, wenn er nicht mehr zu den Abzockern gehört. Sein Geld ist schließlich im Trocknen. Als diese Abzocke sich negativ auszuwirken begann auf die Wirtschaft und die Gesellschaft, wuchs die Wut auf die Investmentbanker. Jetzt, da die Regierung beschließt, diese Banken womöglich zu retten, und das auf Kosten der Steuerzahler, ist die Wut noch größer. 700 Milliarden Steuergelder. Das ärgert. Für Anderson geht die Party weiter. Zwar nicht mehr als Investmentbanker, aber als Autor. Sein Buch ist ein Bestseller in Großbritannien. Das war's von uns, meine Damen und Herren. 10 vor 10 steht gleich die